Preiswerte FIFA 14, Ultimate Team Coins, Game Keys und Game Cards findest du bei meinem Sponsor MMOGA. Alle Links dazu sind unten in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß beim Video. So, meine Lieben, weiter geht's mit der 28. Folge von The Match Weg zum Star. Und ihr habt im letzten Part mitbekommen, die erste Aufgabe, das erste Endspiel, das haben wir für uns entscheiden können. 2:0, nachdem der Gegner dann auch irgendwann in der 70. abgebrochen hat, gegen Stockport Vale. Damit der Jackpot stand jetzt bei 10.000 Münzen. Und ja, einen Spieler, den wir letztendlich upgraden dürfen. Aber ich hab's im letzten Part gesagt, ich will jetzt erstmal ein bisschen warten. Von 10.000 Münzen, glaube ich, können wir uns noch nicht wirklich gute Sachen, gute Spieler kaufen. Von dem her lassen wir das erstmal ein bisschen ruhen. Versuchen heute mit dem nächsten Sieg den Jackpot wieder ein bisschen anwachsen zu lassen. Heißt natürlich dann wiederum auch, die Mannschaft ist nach wie vor dieselbe. Da hat sich noch nicht viel getan. Und da möchte ich auch nochmal ganz kurz drauf eingehen, denn ich habe einen coolen Vorschlag bekommen von euch bezüglich, wie wir das Ganze machen können. Ich will ja so ein bisschen auf die Schweizer Schiene kommen, sozusagen, sprich uns ein Schweizer Team rund um Drimmitsch bauen. Problem ist nur, es gibt jetzt natürlich nicht so hammermega viel geile Spiele aus der Schweiz. Deswegen habe ich mir gedacht, dass wir vielleicht noch die Schweizer Liga mit dazu nehmen, dass wir da irgendwie so ein Team bauen. Das nur als kleine Info für euch. Also wenn ihr einen Spieler vorschlagen möchtet, dann denkt da so ein bisschen dran. Schweizer Liga oder eben Schweizer und dann denke ich, bauen wir uns da ein ganz cooles Team zusammen. Das nur als kleine Info für euch und damit würde ich sagen, können wir schon reingehen ins nächste Endspiel. 7 Punkte haben wir, 7 brauchen wir noch aus 3 Spielen, heißt 2 Siege und ein Unentschieden, damit wir das Schlamassel irgendwie so ein bisschen ausbaden können. Gibt's das große Wunder? Das Wunder von Schlappi, Freunde? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn ich einen Gegner gefunden habe. So, meine Lieben, und damit haben wir also einen Gegner gefunden. Catania FC heißt der gute Mann. 5x1, das ist der Name seines Teams. 86er Bewertung, 100er Chemie. Freund, das sieht krass aus. Juan Fran, Team of the Season. Dann hat er noch Modric, dann hat er Xavi, dann hat er Tevez, Di Maria, Lavezzi und Co. Also eine relativ schnelle, flinke Truppe, gegen die wir heute agieren müssen. Piqué, Ramos, Marcelo und wie gesagt, Juan Fran da hinten in der Verteidigung. Mal gucken, ob wir da einen Weg durchfinden. Der Gegner zuletzt war ja nicht so toll und das scheint ein Skiller zu sein, wie wir hier gerade aus den ersten Minuten entnehmen können. Von dem her hoffe ich, dass wir heute vielleicht wieder so ein bisschen Glück haben. Wir brauchen, wie gesagt, ganz, ganz wichtige 3 Punkte heute. Wenn wir heute nicht gewinnen, wenn wir heute verlieren, ist es schon vorbei. Uns hilft, wenn überhaupt, dann nur noch ein Unentschieden, um zumindest noch ein bisschen dran glauben zu können. Müller, guter Ball da gleich mal auf. Toni Kroos. 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 Gutes Ding, da ist Harnik. Harnik! Oh, und dann kriegt er den nicht gut gebacken. Courtois im Kasten. Letztendlich ohne Probleme. So, der Kopfball von Lahm, der wird sogar gefährlich, nicht Shaqiri war's. Aber weder dann letztendlich so gefährlich, dass da irgendwie Courtois Probleme kriegt. Bekommt nochmal die Chance für einen Abstoß. Da ist Modric. Grätsche war gar nicht so schlecht, aber er spielt den Ball nicht, von dem her kommt sie nicht zum Mann. Di Maria gegen Rodriguez, gegen Ricardo Rodriguez, gut gemacht. Hummels zunächst mal da. Freunde, ich bin wieder angespannt, wie schon im letzten Part, es geht um sehr, sehr viel. Müller, jetzt vielleicht mal die Chance, Drimmitsch. Drimmitsch. Rübergelegt, Müller, sieht wieder Drimmitsch, oh, der war nicht gut genug, Shaqiri, der ist gut genug, der ist super, Courtois holt ihn raus. Also Shaqiri hat einen überragenden Schuss, das durften wir schon im letzten Part feststellen, als er den Ball da richtig knapp vorbeigeschossen hat, mit einem Speed, das war allerfeinst und jetzt wieder die gute Aktion von Xherdan Shaqiri, der Ball war dann allerdings nicht ganz so toll. Gute Grätsche Harnik, Müller läuft, Shaqiri auf Müller, Thomas Müller, mach jetzt was Gutes, Freund. Müller, Müller, der ist gut, der ist super. Ein Ticken zu spät gekommen da von Gündogan. Sonst gibt's die nächste super Möglichkeit. Tevez, runtergelegt. Xavi, noch eins runter. Juan Fran. Juan Fran, super geackert von Xherdan Shaqiri. Holt sich die Kohle von ganz oben. Da abgelaufen, hat er ganz, ganz stark gemacht. Drimmitsch, schau mal ganz oben wieder. Guter Ball auf Gündogan. Ilkay Gündogan. So, jetzt eine gute Flanke mal wieder bringen. Gündogan. Gündogan. Die ist gut. Die ist super. Und er ist drin. Harnik in der 16. Minute. 1:0. Ein super Ding von der rechten Seite. Und dann steigt der hoch, der Stuttgarter. Wie kein anderer, Freunde. Gucken wir uns nochmal in der Wiederholung an. Also ganz, ganz stark. Jetzt halt. Wumm. Und einfach mal rein ins Gestümmel. Ins Gestümmel? Ins Getümmel. Freunde, wunderbar. Zum 1:0 von Martin Harnik. So kann's losgehen. Das heißt, Stand jetzt hätten wir 10 Punkte. 10 Pünktchen, 14 brauchen wir, dann ist noch alles drin. Das wäre göttlich, wenn wir das schaffen. Das wäre überragend, meine Lieben. Aufgepasst, er kommt, die Maria. Noch ist lange nicht vorbei. Hummels, wunderbar und souverän geklärt. Allerdings kriegt er den Ball nicht so wirklich weit weg. Dante, der macht das gut, hat eine super Übersicht. Müller sieht ganz unten wieder Harnik laufen. Harnik will heute mehr. Harnik. Harnik, schau mal ganz oben wieder. Oh, der war relativ knapp, ein bisschen zu knapp. Lavezzi. Gündogan ist da. Schön gemacht.
Oh, Drimmitsch wird da meiner Meinung nach gefoult. Schiedsrichter pfeift's allerdings nicht. Meine Fresse, wird er umgestoßen? Sonst hätten wir wahrscheinlich die Chance zum 2:0 gehabt. Aber gut, dann machen wir's eben jetzt. Groß. Gündogan. Durchgechippt. Harnik! Und nochmal, komm, rein das Ding. Nochmal Harnik, jetzt mach ihn! Wieder nicht, Dante! Oh, was ist denn los? Es ist, glaube ich, schon wieder ein sehr ähnliches Spiel wie im letzten Part. Wir brauchen wieder die zweite Bude, die wir noch nicht kriegen. Drimmitsch. Wunderbare Übersicht. Wunderbar. Und Shaqiri macht ihn rein. 26. Minute. Richtig schöner Spielzug. Drimmitsch mit einer super Übersicht. Und Serdan Shaqiri mit dem 2:0. Das war wichtig. Gerade spreche ich es an. Das ist enorm wichtig, dass wir da jetzt so ein bisschen einen kleinen Puffer haben. Und nicht bei einem Gegentor gleich wieder nur ein Unentschieden hätten. Ganz, ganz stark, dass das so jetzt funktioniert hat. So, da müssen wir jetzt nur dranbleiben. Harnik. Oh, schlechter Ball. Song erstmal dazwischen. Hummels. Schön. Schau mal ganz unten. Wunderbares Ding. Wieder auf Martin Harnik. Den Ticken zu lang. Aber das ist jetzt Fußball. Auch im letzten Part schon war das Fußball. Und heute wieder. Anders als zuvor, als wir die ganzen Spiele verloren haben. Sieht das jetzt richtig fein aus. Shaqiri. Oh, der war nicht gut. Song dazwischen. Lavezzi. Gut aufgepasst. Drimmitsch. Shaqiri. Hochgelegt auf Müller. Müller kommt nicht vorbei an Marcelo. Schade. Der wird da erstmal weggeblockt. Gut gemacht. Oh, was macht denn Drimmitsch da? Was hat er da vor? Ich weiß es nicht. Lahm. Schön. Müller. Ja, hol dir doch die Kohle, Mensch. Du stehst daneben, Freund. Gut jetzt. Harnik will ihn nochmal rüberlegen. Schade, ich glaube, da wären wir nicht gut zum Schuss gekommen. Deswegen nochmal der Pass. Angel Di Maria. Langer Ball nach oben auf Ezequiel Lavezzi. Modric verliert ihn. Oh, Gott sei Dank. Der hat so schnelle Leute, da müssen wir aufpassen. Harnik, wunderbare Übersicht. Gündogan nochmal? Nein. Gündogan kriegt leider nicht nochmal die Möglichkeit. Und jetzt wieder der Konter. Er kommt über Lavezzi. Runtergelegt. Juan Fran. Tut da hinten mit. Juan Fran. Boah, Freund, ich bin aufgeregt ein bisschen, muss ich ja gestehen. Gut gemacht, Gündogan, komm, sehr schön. Wobei es ja mittlerweile super aussieht. Da können wir uns nicht beschweren. Schöner Ball wieder auf Thomas Müller. Müller, wieder drin. 3:0, wunderbar, 40. Minute. Totale Zerstörung jetzt und er bricht wieder ab. Und der Gegner, er bricht wieder ab. Von dem her, Freunde, würde ich sagen, hängen wir noch ein Part mit ran. 3:0. Wunderbar, das Ding letztendlich gemacht. Drimmitsch mit keinem Tor, heißt der Jackpot, geht dadurch aber natürlich auf 15.000 Münzen hoch und wir dürfen zwei Spieler uns kaufen. So, das muss ich mir jetzt mal, Freunde, kurzen Moment, das muss ich mir jetzt mal notieren, weil sonst blicke ich da nicht mehr durch. Also, wir hatten einen Jackpot von 10.000, ein Spieler jetzt hat 5.000, noch ein Spieler. Ich rechne jetzt die letzten beiden Folgen da zusammen. Also, Jackpot von 15.000, zwei Spieler, die wir uns kaufen dürfen von diesen 15.000. 1000 Münzen. So, damit würde ich sagen, suchen wir den nächsten Gegner. Ich hoffe, ich finde jetzt ziemlich flott einen, dann werde ich da nicht schnell unterbrechen. Und dann machen wir gleich das nächste Spiel. Wir brauchen wieder einen Sieg, Freunde. Wir brauchen wieder einen Sieg. Wir dürfen nicht verlieren, egal wie gut es läuft. Auch wenn wir das Spiel zuvor 2:0 gewonnen haben, der Gegner bricht ab. Jetzt 3:0, das ist alles egal, alles vergessen. Wir dürfen nicht verlieren. So, der hat drei Team of the Seasons und James Rodriguez, International Man of the Match dabei. Dann hat er noch Benzema hinten, Thiago Silva und Sergio Ramos mit Marcelo und Co. Also wieder eine richtig gute Defensive. Mal gucken, hoffentlich klappt's. Auch jetzt hier gegen ihn. Wäre das geil. Und dann hätten wir im letzten Part das Endspiel, Freunde. Stand jetzt haben wir 10 Punkte. Bei einem Sieg heute hätten wir 13 und dann brauchen wir noch ein Unentschieden im letzten Part. Im nächsten sozusagen, nicht im letzten, im nächsten. Und dann hätten wir das doch noch irgendwie gepackt. Da ist Drimmitsch. Da ist immer noch Drimmitsch. Oh, und da geht's fast richtig gut los. Fast wieder. Also Schlappi ist jetzt irgendwie so ein bisschen in Topform. Ich habe mich anscheinend an das Team gewöhnt. Jetzt klappt alles. Lacazette, glaube ich, wird da ausgesprochen. Lacazette. Dante bitte weg. Sehr schön. Sehr gut. Jawohl. Und Drimmitsch. Auf Müller. Der Ball war richtig schlecht. Müller fightet, kommt leider trotzdem nicht ran. Griezmann. Oder Griezmann, Freunde. Da ist Benzema. Grätsche geht ins Leere. Groß mit einer guten Grätsche. Aber steht da nicht schnell genug. Wieder auf, Lacazette, Dante. Zurückgeköpft, Benaglio hat ihn. So, wir hatten gerade eine gute Möglichkeit, nach wenigen Sekunden. Aber die haben wir nicht genutzt und jetzt kommt der Gegner scheinbar so ein bisschen besser rein in die Partie. Also da müssen wir gucken, dass wir jetzt nicht gleich irgendwie das 0-1 kriegen.
Das wäre nicht so toll. Shaqiri, gut gelöst die Situation, gut rausgespielt. Drimmitsch, oh, bisschen zu spät geschickt. Müller ist kurz davor losgelaufen. Aber dann kann es in der Situation nicht mehr klappen. Aufgepasst, Benzema. Gut von Lahm. Nochmal Griezmann, nochmal Lahm. Wunderbar von Philipp Lahm. Müller. Shaqiri, guter Ball auf Martin. Hanik, den Ticken zu lang. Also gerade in dem Spiel irgendwie kommt es mir so vor, als wäre es wieder so den Ticken nicht perfekt. Ne? Als fehlt wieder so der letzte Wille, der letzte Pass, die letzte Genauigkeit. All das, was eigentlich in den letzten, also im letzten Part und im letzten Spiel auch funktioniert hat, klappt gerade nicht so wirklich. Aber gut, was nicht ist, kann noch werden. Kriegen wir schon gebacken. Da ist Lukas. Lukas, ja, ich hab's mir gedacht, dass er dem jetzt in die Hacken rennt. Aber gibt trotzdem den Einwurf nochmal für unseren Gegner. Der kommt über James Rodriguez. James Rodriguez. Und dann ist er drin. Benzema, 16. Minute. Ja gut, ich hab Lahm. Ich hab Lahm. Ich hab noch versucht, Benaglio rauszuholen, aber der wollte auch nicht so wirklich. Und Benzema macht das 1:0, Freunde. Heißt, Stand jetzt Liga 2. Stand jetzt ist alles hier vorbei. Der Ball war schlecht. So, und er wird wechseln, er wird eine Pause machen. Ich weiß es nicht. War auch seine allererste Chance in der Partie, die er eiskalt nutzt. Das ist eben dann das Problem, ne? Wenn du die Bude vorne nicht machst. Haben wir schon so oft angesprochen. Dann kriegst du es ja irgendwann hinten rein. So, Benzema. Gut aufgepasst von Hanik. Schön gemacht. Drimmitsch durchgesteckt auf Shaqiri. Kommt nicht ganz an. Dani Alves. Gut gemacht. Gut aufgepasst von Gündogan. Wir haben den Einwurf. So, machen wir schnell. Hanik. Oh, Shaqiri. Oh. Und dann kommt man nicht ran an die Kulle. Gibt's denn das? Aufgepasst. Lukas. Durchgesteckt. Dante. Kriegt er den vor Rodriguez? Nein, kriegt er nicht. James Rodriguez. Aufgepasst. Rodriguez. Wieder Lahm, wieder Benzema. Was soll ich denn machen? Wieso ist jedes Mal Lahm bei Benzema, Freunde? Das geht's doch nicht. Da haben wir null Möglichkeiten, null Chancen. Der braucht nur über rechts zu kommen, reinzuflanken. Dann steht immer Lahm bei Benzema. Und da kommen wir nicht gegen an. Da kommt Lahm nie gegen an. 2:0. Wir brauchen mindestens 2 Tore. Sonst ist es aus. Groß. Mann, Mann, Mann. Schlechter Ball. Schlechtes Ding. Ball springt. Oh, und dann hat er jetzt auch noch das Glück. Ball springt trotzdem zu ihm. Und nochmal. Kommt schon. Ran jetzt. Ran da. Gündogan. Drimmitsch. Schöner Ball auf Hanik. Hanik. Haben wir jetzt mal das Glück? Vielleicht. Drimmitsch. Oh, das ist viel zu eng da. Und es gibt den Freistoß für uns. Also irgendwie versuchen, jetzt in Durchgang 1 noch zum Anschlusstreffer zu kommen. Dann haben wir da vielleicht noch eine Chance. Gündogan. Müller, nochmal Gündogan. Gündogan. Flanke ist super, jetzt muss er rein, jetzt ist er drin. Hanik mit dem 2:1, 27. Minute, ganz, ganz stark. Wieder vom Stuttgarter, der geht ab wie Schmitz Katze momentan. Geniales Ding vom Inform, wunderbar. Also, wir sind wieder ein Stück weit zurück in der Partie. Aber immer noch Stand jetzt ausgeschieden, immer noch abgestiegen in Liga 2. Also, wir müssen hoffen und Gas geben vor allem. Von hoffen kommt da nichts. Wieder Müller, der den Ball erstmal abwehrt. Gibt nur den Einwurf, ist in Ordnung. Irgendwann holen wir uns jetzt dann schon die Kulle. Lahm, oh, wird da gefoult noch. Kein Freistoß allerdings laut dem Schiedsrichter. Shaqiri, schlechter Ball. Marcelo, ab in den Lauf von Karim Benzema. 30. Minute, Lahm fehlt hinten. Heißt, es fehlt auch irgendwie einer in der Mitte. Aber Lahm ist wieder da, Gott sei Dank. So, Müller. Schöner Ball. Drimmitsch, gute Übersicht. Hanik. Jawohl. Gündogan, wieder Hanik. 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 Drimmitsch! Oh, Freunde, gibt's denn das? Fast der Ausgleich. An den Querbalken hier das Ding. Gibt's denn das? Das ist ja unfassbar. Mensch, das wär's jetzt noch hier gewesen. In Durchgang 1, in der 34. Minute. Fast das Tor. Müller läuft. Müller läuft. Müller läuft, Müller läuft und Müller macht ihn. 36. Minute, 2:2. Stand jetzt, nichts vorbei. Stand jetzt sind wir noch mit einem Bein in Liga 2. In Liga 1, Freunde, um Gottes Willen, in Liga 1. Gibt's denn das? Müller mit dem Ausgleich. Jetzt sind wir wieder da, jetzt sind wir wieder da. Jetzt haben wir wieder die Chancen eiskalt genutzt. Wieder unsere Möglichkeiten gut da vorne im Kasten geparkt. Genauso, wie es sein soll. Und vielleicht geht er jetzt sogar noch mehr. Oh, fast kommen wir ran noch. Ramos, nach unten gelegt. Randa, Freunde. Randa.
Oh, und das ist super. Und Benzema wird den wahrscheinlich wieder machen, oder? Nein, macht er nicht. Macht er nicht. Bisschen zu spitzer Winkel da. Also, alles wieder in Ordnung. Alles wieder im Lot. Alles wieder Knorke, 40 Minuten rum, 2:2. Aber er hat da schon ein paar Büffel, die die Kopfballduelle einfach gewinnen, im Gegensatz zu uns. Und auch die Zweikämpfe zum Teil. Gut gemacht, groß geht. Zwar nicht der schnellste, aber das reicht. Müller. Sieht groß. Oh, kann sich da leider nicht behaupten. Gretsche war gar nicht schlecht, aber trotzdem kommt er erstmal durch und kann ihn auch noch durchstecken. Benzema, der geht vorbei. Meine Fresse, nächste Top-Schuss in dem Spiel. Also es geht auf und ab. Es geht auf und ab in dieser Partie. Aber Gott sei Dank kriegt den Benzema nicht unter. Keiner war mehr dran. Doch, Keeper auch noch dran. Laut der Wiederholung irgendwie nicht, oder? Auf jeden Fall die Ecke. Erstmal gut geklärt. Gut gemacht. Oh, Drimmitsch. Muss spielen, sonst verliert er ihn, weil Daniel Alves schneller ist. Und dann ist er auch so weg und die Grätsche war super. Oh, Mann, Harnik, der ist bombastisch drauf einfach nur. Und der geht nicht ins Aus. Ich dachte, da steht keiner mehr. Schade. Marcelo, langer Ball. Kein Problem für Philipp Lahm. Zurückgelegt zum Keeper. So, und Benaglio, hau weg das Ding. Jetzt nicht noch kurz vor Ende irgendwas riskieren. Obwohl, vielleicht geht sogar noch was. Guter Ball nach unten auf Martin. Harnik. Boah, nochmal die Top-Chance, 45. Minute. Fast das 3:2. Schade. Und jetzt ist es vorbei. Also 2:2 nach 45 Minuten. Haben wieder was aufgeholt. In 9 Minuten, Gott sei Dank, wieder zum Ausgleich da gekommen. Huch, und die Statistik. Deutlich, 2 Schüsse hat er aufs Tor, wir haben 5 aufs Tor. Also das geht absolut in Ordnung. Das war da, das Ding noch aufgeholt haben. So, Freunde, boah, ich muss aufstoßen wie ein Bekloppter. Ich sollte nicht Cola trinken vorm Aufnehmen. Boah, durchschnaufen. Meine Fresse. Aber gut, solange wir gewinnen, ist, glaube ich, alles egal. Dann könnte ich hier rülpsen wie ein König. Hauptsache, wir steigen nicht ab. La Cassette. Boah, Benaglio holt den raus. Was ein Ding vom Franzosen. Wenn es denn ein Franzose ist. Ich gehe mal schwer von aus. Müller in der Mitte. Hummels. Oh, kann klären. So, draufschieben. Griezmann. Weg das Ding. Kein Problem für Benaglio. So, der macht's schnell. Das ist jetzt gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir vielleicht die Konterchance. Guter Ball auf Martin Harnik. Und er ist doch gut drauf. Und er ist doch super drauf. Und er ist fast genial drauf. Schade. Wäre er fast durchgekommen. So wieder Thiago Silva rennt da ins Aus. Also unser Gegner versucht viel mit Pace irgendwie vorbeizukommen. Gar nicht so sehr mittlerweile mehr zu tricksen und zu skillen. Der war schlecht. La Cassette macht es Gott sei Dank auch nicht besser. Bleib weg. Oh! Nach vorne soll es den spielen. Jetzt gibt's eine Ecke durch so einen Kack. Da muss er. Ich will eigentlich wegbleiben. Versucht den Spieler zu wechseln. Und Gott sei Dank holt den Benaglio. Dann rollt der ins Aus und gar nichts passiert. Groß. Aber Gott sei Dank nochmal gut gegangen. Harnik. Oh, wo spielt er den hin? Jetzt kommt guter Ball. Jawohl, schönes Ding. Shaqiri kommt nicht zum Schluss. Zum Schuss. Daniel Alves dazwischen. Und Harnik, nee, Drimmitsch ist es. Geblockt. Gündogan steht im Abseits. Der wäre drin gewesen. Der wäre 100% drin gewesen, Freunde. Aber können wir nicht ändern. 56. Minute. Der Ball ist weg. Also es ergibt sich jetzt die Chance hier, Freunde. Wir müssen es jetzt eigentlich fix machen. Ich will nicht im letzten Part gewinnen müssen, sondern dann noch die Chance am Unentschieden zu spielen. Also heißt, heute 3 Punkte holen. Und dann im nächsten Part mindestens ein Unentschieden. Das ist das, was ich vorhab. Durchgesteckt war das Abseits, ich glaube nicht, oder? Doch, Mann, wieder ist Gündogan da vorne in der verbotenen Zone. Wir haben jetzt noch 30 Minuten immer noch, Freunde, die uns bleiben. Ich weiß nicht, um was es beim Gegner geht. Sprich, ich weiß nicht, ob der auf offensiv schalten wird und so weiter und so fort. Das ist immer so die Frage. Boah, das wäre jetzt bitter gewesen. Und das war bitter. James Rodriguez, nein, weg das Ding. Heißt, ich weiß nicht, inwieweit der noch attackieren wird oder ob der das unentschieden halten wird. Keine Ahnung, aber wir müssen versuchen, irgendwie die Bude zu machen. Gündogan. Gut, gerade noch den Fuß dazwischen bekommen. Jawohl. Schöner Ball, kommt nicht an. Schade. Nach vorne gelegt. Passt mir jetzt auf, Freunde. Passt mir jetzt auf. Benzema, Hummels, super. Groß. Müller kommt da an Marcelo vorbei. Nicht so wirklich. Können sie wieder
klären. Freunde, das werden ganz, ganz lustige 20, 25 Minütchen noch. Hummels. Und weg, Benaglio. Oh, den kannst du doch weiterschlagen, Freund. Das war gar nichts. Benzema. Benaglio. Oh, hat den. Dachte schon, der ist jetzt drin. Also jetzt müssen wir mal hier, ne? Wenn so weitergeht, fangen wir uns noch eins. Drimmitsch. Durchgechippt. Shaqiri. Gündogan. Nochmal die Chance. Müller, das gibt es nicht. Der Ball will nicht rein. Immer noch 2-2. Gib die Ecke. Macht ihn jetzt. Lahm. Hummels. Dante kriegt ihn auch nicht unter. Courtois ist da. Der war ja in Zeitlupe geschossen, Freunde. So kann es nichts werden. Benzema. Gut attackiert. Ball ist unserer. Schön gemacht. Harnik. Groß. Bekommt ihn wieder. Toni. Groß. Nochmal Groß. Nochmal Harnik abseits. Boah, ich werde hier noch beklopft, Freunde. 15 Minuten noch zu gehen. Wir spielen gerade eine Chance nach der anderen raus. Aber noch klappt's nicht. Courtois. Nach vorne das Ding. Sind wir dazwischen. Shaqiri. Oh, der sollte da gar nicht vorkommen. Und jetzt wird's richtig eng. Scheiße, und ich krieg genau den falschen Mann mit Hummels. Und lauf dadurch falsch. Aber nochmal alles geklärt. Müller. Ja. Gündogan! Oh, ich brauche nicht sagen, dass das die nächste Top-Chance ist, oder? Das ist ja unfassbar. Rodriguez vorbei am ersten. Jetzt wird's ganz knifflig. Wahrscheinlich hat er jetzt eine Chance und die macht er. Weg. 76. weg. Alter Schwede, haben wir Top-Möglichkeiten da vorne und nutzen die einfach nicht. Aber wir können auch nicht auf die Offensive umschalten, weil wir dürfen kein Gegentor mehr fangen. Durchgechippt. Wunderbar. Drimmitsch. Gutes Ding. Der war gar nicht so schlecht, aber Harnik den Ticken, den kleinen Meter zu weit nach vorne gelaufen. Sonst packt er da vielleicht noch einen Fallrückzieher oder so aus. So, Dani Alves. Grätsche nur auf den Mann, wird wahrscheinlich im Nachhinein gelb geben. Lukas. Nach vorne gelegt, Dani Alves. Gut gemacht, wunderbar. Von Ricardo Rodriguez. Dani Alves. So, sie versuchen es schnell. Alves, ich komme nicht raus. Flanke kommt nicht rein, Gott sei Dank. Nur der Einwurf. Gündogan, super. Alves, super von Rodriguez. Jetzt wird gefightet um jeden Zentimeter. Wir müssen mindestens das Unentschieden behalten. Wir dürfen kein Gegentor mehr kassieren. Und das wird schwierig. Boah, Benaglio holt ihn raus. Seitfallzieher da von Lacazette. Gib die Ecke. 84. Benaglio, komm. Jawohl, gut gemacht. Dani Alves schiebt von hinten nach. Oh, ich bin doch eigentlich da. Wieso nimmt er den nicht mit? Und dann gibt's wieder den Einwurf. Also es wird schwierig, glaube ich, noch mit einer Chance. Der Gegner setzt sich gerade so ein bisschen fest. Aber ohne wirklich eine absolut hundertprozentige bei rauszuspielen. Marcelo. Lahm. So, jetzt versuchen wir das Ding rauszuspielen oder auch nicht. Toulalan. Weg. Weg das Ding, nicht Toulalan. Freunde, was haben wir? 88. Minute. 2 Minütchen haben wir noch zu gehen. In dieser verkackt spannenden Partie. Ball kommt wieder nicht an. Da ist Benzema. Lacazette. Das gibt es nicht. Aus dem Stand macht er ihn jetzt rein. Und das ist unverdient. 90. Minute. James Rodriguez. Und damit müssen wir wohl den Weg nach unten antreten. Ey, das gibt's doch nicht. Wir schießen da vorne auf die Bude, wie es feiner nicht geht. Und er jetzt einmal und der Ball ist drin. Damit brauchen wir noch eins. Gibt's das denn? Ich werd bekloppt, Freunde. Und jetzt spielt das hinten rum. Und da kommen wir wahrscheinlich, oder? Oh, und dann hat er auch noch dieses verschissene Glück. Ich werd bekloppt, dass der Ball nochmal zu ihm springt. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Hummels. Nach vorne gelegt. Gündogan in den Lauf. Thiago Silva zurückgespielt und das war's jetzt. Wenn er ihn wegbolzt, war's das. Schluss, aus, vorbei. Nochmal der Schuss. Abseits. Mann, Freunde, das ist doch unfassbar, oder? Das ist doch nicht mehr normal. Wir steigen ab. Wegen so einem verschissenen Dreck einfach nur. 90. Minute macht er die Bude. Mit seinem, was ist es, 4. Schuss oder was?
Siebter Schuss. Toll, trotzdem haben wir 13 Schüsse, 10 auf die Bude und kriegen es nicht gebacken. Heißt, wir müssen runter, ab in Liga 2. Oder? Doch schon, aber wieso kommt noch nichts? Jetzt kommt's. Du bist abgestiegen. Also, das Wunder haben wir nicht gepackt. Das Wunder haben wir nicht geschafft. Wie viele Punkte hatten wir jetzt? 10, ne? 10 an der Zahl. Heißt für uns, um das Ganze mal so ein bisschen zusammenzurechnen, wir haben jetzt einen Jackpot von 15.000 gehabt. Minus 5.000. Wegen der Niederlage macht 10.000 Münzen. Einen Spieler auch weg durch die Niederlage. Heißt, wir dürfen einen Spieler kaufen. 10.000 und jetzt noch die 10 Punkte draufrechnen, die wir haben. Pro Punkt kriegen wir was kriegen wir pro Punkt? 5.000. Heißt, 50.000 heißt 60.000 Münzen haben wir zur Verfügung. Und einen Spieler dürfen wir uns kaufen, Freunde. Das ist jetzt also so die Rechnung, die wir haben. Und damit müssen wir ran in Liga 2. Damit ist es vorbei in Liga 1. Och, ist das bitter, Freunde. Ist das bitter. Aber gut, ich würde sagen, 60.000 Münzen, ein Spieler. Schreibt es in die Kommentare, wen wir kaufen sollen. Und damit bin ich erstmal raus. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst am besten ein Abo da und verpasst nichts. Und dann würde ich sagen, genießt den Tag. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.